Vom riesigen Flachmoor Isenried, das sich einst auf einer Fläche von fast 5000 Hektaren zwischen Wittnau und Oberried ausdehnte und vor rund 10.000 Jahren durch Verlandung eines Rheintalsees entstanden war, ist heute nicht viel übrig geblieben. Ein kleiner, jedoch bedeutender Rest befindet sich rund 3,5 Kilometer südöstlich des Städtchens Altstetten. Dort ist eine naturnahe, vielfältige und lebendige Kulturlandschaft erhalten geblieben, das Schollenried Bannried-Spitzmäder. Es umfasst zusammen mit dem nahegelegenen Naturschutzgebiet Burst eine Fläche von rund 58 Hektaren. Der größte Teil davon gilt als Flachmoor- und Amphibienlaichgebiet von nationaler Bedeutung. Ein rund 11 Kilometer langes Netz aus Torfstichgräben durchzieht das Schollenried. Die Gräben bieten Amphibien, Libellen, Wasserkäfern und anderen wassergebundenen Tier- und Pflanzenarten einen Lebensraum. Sie zeugen von der jüngeren Vergangenheit, als man hier Torf abbaute. Er wurde getrocknet und diente dann als Brennmaterial oder als Isolationsmaterial für den Hausbau. Die Schollenmühle, schon von Weitem erkennbar, war das Zentrum der Torfaufbereitung. Mit der Hand, später mit dem Bagger, wurde der Torf gestochen und auf Gleisen hierher gebracht, wo er getrocknet, gepresst und in Quader von 80 x 50 x 50 cm geformt wurde. Heute gehören die Gebäude dieser kleinen Industrieansiedlung der Natur. Doch sie wurden so belassen und auch mit einer Beleuchtung versehen, sodass man die Maschinen noch gut anschauen kann. Unmittelbar neben der Schollenmühle kann man sich ausruhen und die Sonne genießen oder in den hochinteressanten Wasserkubus gehen. Er dient zur Beobachtung der teilweise durchsichtigen, äußerst unscheinbaren und agilen kleinen Lebewesen im Wasser. Zugleich ist er der beste Ort im ganzen Rheintal, um Wasserläufer zu fotografieren oder zu filmen. Nicht weit von hier befinden sich zwei Storchenhorste und wenn man sich wieder auf den Weg macht, kann man die majestätischen Vögel immer wieder beobachten. Die etwas höher gelegenen Teile im Schollenried, in denen noch kein Torf abgebaut wurde, sind botanisch besonders wertvoll. Hier etwa trifft man 100, ja tausendfach die dunkle Akelei an. Am besten bewegt man sich im Schollenried per Fahrrad, so etwa zum 1,5 Kilometer von der Schollenmühle entfernt gelegenen weiteren Highlight, dem Beobachtungsturm. Seit 2003 steht er hier, 13 Meter hoch und lädt zum Bestaunen einer einzigartigen Natur ein. Allgegenwärtig ist das Quaken der Frösche. Und das gefällt nicht nur den menschlichen Besuchern, sondern auch Meister Adebar.